In 5 Jahren können Sie sagen, wir brauchen Noah nicht mehr. Und wenn seine Ausbildung durch die Schauspielerei beeinträchtigt würde, was könnte er dann noch werden? Ich kann mir immer noch eine Tankstelle kaufen. Genau, Benzinzapfen. Noah Hathaway besucht das Lycée Français, eine Eliteschule, an der nicht nach dem amerikanischen, sondern nach dem europäischen Gymnasialsystem unterrichtet wird. Schwimmstunden inklusive, im eigenen Pool. Die Uniformen und die Aufstellung der Schüler in Reih und Glied sind Zeichen für eine straff geführte Schule. Die Leiterin, Frau Dr. Esther Cabas. Noah hat gerade Computerstunde. Die Schule ist erstklassig ausgestattet und sowohl von der amerikanischen Schulbehörde als auch vom französischen Kultusministerium anerkannt. Die Familie Hathaway wohnt in einem unauffälligen Haus in der Mittelstandsgegend von Hollywood. Nachbarn sind ein mittlerer Angestellter und der Leiter eines Getränkevertriebes. Noah und seine kleine Schwester Audrey, die auch das Lycée Français besucht, konsumieren die übliche dicke Portion Fernsehen, wie alle amerikanischen Kinder. Dann geht es an die unvermeidlichen Hausaufgaben, für die er normalerweise etwa 2 Stunden braucht. Wir haben ihn bei den Hausarbeiten in Kunst beobachtet. Wenn man nicht wüsste, käme man nicht auf die Idee, dass Noah Filmstar ist. In seinem Alter wollte ich zum Theater. Früher wollte er Ozeanograf werden, wie Jacques Cousteau. Auf Kanal 28, das ist das Bildungsfernsehen, haben wir viele Cousteau-Filme gesehen. Noah ist davon begeistert. Er hat eine ganze Bibliothek zu diesem Thema. Was wolltest du noch werden? Batman. Als er klein war, hat er wirklich geglaubt, er könnte fliegen. Und ich habe ihm den Umhang genäht, denn Purpurrot war schon immer seine Lieblingsfarbe. Was hat dieser plötzliche Ruhm in eurem Leben verändert? Wir müssen viel Post lesen. Noah has been working in the motion picture industry since he was 2 years old. Nichts. Noah arbeitet seit seinem 2. Lebensjahr beim Film. Mit 7 Jahren spielt er in der TV-Serie Battlestar Galactica eine der Hauptrollen.
Man begann ihn auf der Straße zu erkennen. Viele Leute bewunderten ihn. Und wir sagten ständig zu ihm, das ist nicht echt. Sie mögen dich, weil du ein Star bist. Er hörte zu, glaubte uns aber nicht wirklich. Doch die Serie wurde genau zum richtigen Zeitpunkt abgesetzt. Plötzlich war keiner von den Leuten, die sich vorher um ihn drängten, mehr da. So bekam er schon mit 8 Jahren eine herrliche Unterrichtsstunde über das Wesen des Filmgeschäfts. So at the age of 8, he had a marvelous lesson in the truth of what our business is all about. Right now, Noah is in the ideal place. He is very, very famous in Europe. Jetzt ist er in einer idealen Lage. Er ist sehr bekannt in Europa und muss sich nicht direkt damit auseinandersetzen. Hier ist er nicht so bekannt und sein Leben wird vom Ruhm nicht beeinflusst. So kann er es genießen, berühmt zu sein, ohne sich den damit verbundenen Problemen stellen zu müssen. Er möchte an der Universität von Südkalifornien Filmkunst studieren. Wir meinen aber, dass es gut wäre, noch ein anderes Studium zu machen, das mit dem Film nichts zu tun hat. Warum nicht das Beste aus beiden Möglichkeiten machen? Besonders, weil die Filmindustrie so unberechenbar ist. Du kannst heute ganz groß sein und morgen sagen sie dir, wir sind an dir nicht mehr interessiert oder was immer. So ist es. Wir sehen es ganz realistisch. Warum lachst du? Come on, Noah. Why are you smiling? Why are you smiling? Because you've heard it so many times. You know, he knows it's like the rule. Weil du so häufig gehört hast. Er weiß, das ist wie ein Gesetz. Sieh das Filmgeschäft nicht durch eine rosarote Brille. Children who have gone past that, gone on to be adult stars, there are maybe. Es gibt ja auch nur 3, 4 Kinderstars, die als Erwachsene Stars blieben. Elizabeth Taylor, und mir fällt kein weiterer Name mehr ein. Denn mit dem Erreichen der Pubertät können diese Rollen auch von Erwachsenen gespielt werden. Und die brauchen keine extra Lehre, können mehr Stunden arbeiten und machen es den Produzenten leichter. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Ich hoffe auf eine gute Zukunft. Was ist gut? I mean, what's good? What is good? Ich gehe auf die Uni, werde ein berühmter Regisseur und verdiene viel Geld. Good for you. Gut. Sagten Sie 17.000 Briefe aus deutschsprachigen Ländern? Yes, it is really just outstanding. Das ist wirklich enorm. Die Jugendlichen sind natürlich nicht perfekt in Englisch und entschuldigen sich dafür. Und dann schreiben sie nicht nur ein paar Zeilen, nein, einen ganzen Brief, und zwar sprachlich einwandfrei. Diese Kinder sind einfach großartig. And in almost all the letters they apologize because they don't speak English well, but I must say these children are just remarkable. I'm on the children's committee at SAG. Ich bin Mitglied eines Ausschusses. Wir bemühen uns darum, das Gesetz dahingehend zu ändern, dass ein Kind mit zunehmendem Alter auch länger drehen darf. Wie lange kann er jetzt drehen? Er darf insgesamt 9 Stunden im Atelier sein. Davon sind 3 Stunden Unterricht mit einem Lehrer und 1 Stunde Mittagspause, sodass es nicht so schlimm ist. Etwa 4 Stunden vor der Kamera. In Hollywood gibt es nur 3 bis 4 Kinderstars, obwohl hier das Filmzentrum der Welt ist. Wir haben nur 3 oder 4. Wenn man die Größe der deutschen Filmindustrie mit der hiesigen vergleicht, sie haben keine Chancen. Es gibt einfach nicht genug Arbeit, um eine Kinderstar-Karriere aufzubauen. Die Wahrheit ist, und das muss man den Kindern klar machen, dass es ein Geschäft ist, ein Geschäft wie jedes andere. Und wenn du Glück hast, kannst du damit viel Geld verdienen und auch berühmt werden. Aber dieser Ruhm ist nicht wirklich, er ist nur ein Teil des Geschäfts. Und solltest du glauben, du seist etwas Besonderes, besser als die anderen, dann zerstörst du dein Leben. Es wird dann sehr schwer, sich im wirklichen Leben zurechtzufinden. Things will become very difficult to deal with.